so dieses morbide, baustellenmäßige und dennoch total alte. Also ich fand das irgendwie beeindruckend. Ich finde ja, was eigentlich das Interessante dann daran dann ist, dass man ja auch mit den Menschen in Kontakt kommt, die da irgendwie mal was damit zu tun hatten. Warum ist Denkmalschutz wichtig, sondern warum sollte ich mich mit alten Dingen befassen? Mein Name ist Beatrice Bussian. Ich bin von Haus aus Kunsthistorikerin und leite jetzt seit 1998 das Stadtgeschichtliche Museum der Hansestadt Wismar, das ja seit den 30er Jahren schon im Schabbelhaus untergebracht ist. Schabbel kommt von Heinrich Schabbel und das war der Bauherr dieses Hauses. Da gehen wir ungefähr 400 Jahre zurück. 1569 vergibt Heinrich Schabbel den Auftrag, dass dieses Gebäude entsteht. Seine Familie war eine Ratsfamilie, also man gehörte zur Oberschicht Wismars. Heinrich Schabbel ist selbst auch Ratsmitglied und braucht ein repräsentatives Haus. Und beauftragt dann Philipp Brandin, dieses Haus zu bauen. Schabbel nimmt sich einen Künstler, der eben an den Höfen arbeitet, dadurch sehr arriviert, angesehen ist, aber gleichzeitig wagt er ganz Neues. Er lässt nämlich diesen eigentlichen Bildhauer erstmals als Architekt bauen. Als er hier anfängt zu wirken, ist er absolut dem Neuen aufgeschlossen und sehr eigenständig. Man merkt das auch an anderen Nachrichten, die wir von ihm haben. Da wird Heinrich Schabbel befragt, ob er etwa Täufer beherbergt. Und man muss wissen, im 16. Jahrhundert ist Täufer sowas wie Terrorist heute. Also man wird dann gefragt, hast du einen Terroristen beherbergt? Und Heinrich Schabbel sagt, ja, hab ich. Aber das ist ein ganz anständiger Mensch. Schweinsbrücke ist man mit Pferdefuhrwerken hier reingefahren und hat hier Materialien und Getreide vor allem, hier wurde ja Bier gebraut, Getreide reingebracht und hat es dann aufgezogen in die oberen Lagergeschosse. Und gewohnt wurde in dem Bereich des Kämmladens und der schließt sich dann hier an. Wir haben es hier mit Ausmalungsbefunden zu tun. Wir haben hier sehr schöne Renaissancefenster, die ziemlich einmalig sind für Wismar. Also man muss sich ja vorstellen, dass man damals nur handwerklich gearbeitet hat und jedes Bauteil, was hergestellt wurde, ist ein Unikat. Für die damalige Zeit ist es aber auch ein sehr reiches Baudekor, was hier verwendet wurde. Also, das konnte sich nur ein Bauherr leisten, der entsprechend vermögend war. Der konnte sich solche Fenster leisten, der konnte sich auch so eine Wendeltreppe leisten, der konnte sich so ein Grundstück leisten an so einer Stelle. Und hier haben wir einen Kreuzrippengewölbekeller in einem Profanbau. Also nicht in einem Kirchenbau, sondern in einem Profanbau. Und das ist schon eine sehr seltene Sache für Wismar. Dieser Kreuzrippengewölbekeller überspannt einen fast quadratischen Raum hier. Allein die Rippen sind tragend und dazwischen befinden sich die Gewölbekappen, die dann leicht im Prinzip als halber Stein dazwischen gesetzt worden sind.
Herr Schabbel hat sich das geleistet, den Giebel zur frischen Grube zu orientieren, um hier einerseits, wenn man vom Pöhlertor reinkam, gleich einen Blickpunkt zu setzen. Und andererseits hat es auch funktionelle Gründe gehabt, weil man über die frische Grube Waren heranbringen konnte und hier über den Giebel besser ins Dach transportieren konnte. Als wir 2010 den Ausstellungsbetrieb eingestellt haben im Schabbelhaus, war die Situation, dass wir Räume schon gesperrt hatten, weil die Decken abgesackt waren. Das Dachgeschoss war schon seit fast 10 Jahren nicht mehr in Betrieb. Jetzt ist es im Prinzip ein Glück, dass Wismar mit der Verfügungstellung der Fördermittel nationale Welterbestätten die Möglichkeit hat, dieses Gebäude sorgsam zu restaurieren. Neubau eines Dachstuhls über den alten Dachstuhl hinweg und gleichzeitig die Verformung des alten Daches mit aufnehmen. So wie das alte Dach in den Jahrhunderten abgesackt ist und verformt hat, so bauen wir einen Dachstuhl drüber hinweg. Der Sinn und Zweck ist einfach, dass der alte Dachstuhl erhalten bleibt und dass der alte Dachstuhl keine Last mehr aufnimmt, nur der neue Dachstuhl. Herr Schabbel hat seine Frau geheiratet, die war Besitzerin der Schweinsbrücke 6 und damals wurde das Eigentum zusammengeführt. Und das ist im Prinzip eine Tradition, an die wir jetzt wieder anknüpfen. Und beide Häuser werden erstmal öffentlich zugänglich in ihrer ganzen Denkmalsubstanz, also vom Keller bis zum Dach. Das schaffen wir in dieser Welterbestadt an keinem anderen Haus, weil in jedem anderen Haus sind noch andere Nutzungen drin. Wir kennen das von Sonderveranstaltungen zum Internationalen Museumstag, dass alle immer furchtbar gerne in unser Labor oder in unser Magazin gucken, sodass wir diese beiden Räume auch einfach als ständig zugängliche Räume gestalten werden, in denen wir sowohl arbeiten als auch die Besucher sozusagen uns über die Schulter gucken können. So eine Art gläsernes Museum. Fragt sich doch, wie will ich leben und wie will ich zusammenleben? Und da hat man in dieser Stadt 800 Jahre Erfahrung. Und die sind mal schön oder mal nicht so schön, aber die sind immer spannend. Und das ist eigentlich die Grundhaltung, was wir künftig in diesem Haus einfach als Erfahrungsschatz ausbreiten wollen. Und wie wir denken, dass wir auch wirklich viele Leute erreichen können. Es ist ja immer die Frage, ist das Museum auch ein Lernort? Ich sage einfach mal, das ist ein Inspirationsort. Wenn man 20, 25, 30 ist, dann merkt man so, Mensch, ich erfinde mich gar nicht immer neu, sondern ich lebe auf Tradition. Und das ist nicht nur im individuellen Leben so, das ist auch im gemeinschaftlichen Leben so. Und Architektur ist auch ein Zeugnis dessen, was hier schon mal stattgefunden hat.